Hallo Superfreunde da draußen, heute in den News. Es gibt einiges an Neuigkeiten zu Dead by Daylight, es gibt frisches Gameplay zum Dead Space Remaster und mega, mega fette Leaks zu Silent Hill. Hey, es ist Freitag und das heißt für euch, bevor ihr ins Wochenende schwappt, guckt ihr euch doch gefälligst noch einmal ganz schnell die News an. Ich habe wieder mal zusammengetragen, was so passiert ist und ich kann schon mal sagen, also gerade für uns Horrorfans gab es wirklich einiges zu berichten. Deswegen ohne weitere Umschweife, das ist passiert. Der Stealth-Plattformer The Library of Babel erscheint noch in diesem Jahr für PC und alle Konsolen. Er versetzt uns in eine postapokalyptische, handgezeichnete Welt, in der die Menschheit seit 20.000 Jahren ausgestorben ist und Roboter über die zerstörte Erde herrschen. The Library of Babel soll an alte Grafik-Adventures erinnern, weil es ein Dialog- und Inventarsystem bekommen soll. Sieht auf jeden Fall schon mal echt schnieke aus. Und es gibt mal wieder ein bisschen was Neues zum Texas Chainsaw Massacre Spiel. In einem kleinen Video hat der Entwickler Gun Interactive ein paar ikonische Einstellungen aus dem Film ihren digitalen Counterparts gegenübergestellt. Und also als wirklich großer Fan des Films von 1974 muss ich sagen, heilige Schweinskopfsülze, das sieht richtig authentisch aus. Jedes Detail stimmt, vor allem das berüchtigte Rolltor neben dem Treppenaufgang, in dem Leatherface seinen ersten Schockerauftritt hat. Kann natürlich sein, dass das Spiel großer Mist und eine einzige Enttäuschung wird, aber man sieht schon jetzt, dass die Entwickler hier wirklich mit jeder Menge Herzblut und Begeisterung am Werk sind. Texas Chainsaw Massacre erscheint vermutlich und hoffentlich noch in diesem Jahr. Die Remaster-Version von Alan Wake hat dem Entwickler Remedy noch keine Kohle eingebracht. Das gibt Remedy in einem öffentlich einsehbaren Finanzbericht bekannt. Alan Wake Remaster hat natürlich Geld gekostet, sowohl was die Entwicklung als auch was das Marketing angeht. Ja, und diese Kosten wurden noch nicht wieder reingeholt. Vielleicht ändert sich das ja im Herbst, denn dann erscheint Alan Wake Remastered auch für die Switch. Dafür aber noch eine gute Nachricht, mit Alan Wake 2 geht es dagegen gut voran und das Spiel nimmt langsam Gestalt an. Geplanter Release ist immer noch 2023 und angeblich arbeitet Remedy gerade an einem Nachfolger zu Control und Remakes von Max Payne 1 und 2. Greedfall 2 kommt. Das Rollenspiel wird 2024 für PC und Konsolen erscheinen und ist, ja was wohl, das Sequel zum ersten Greedfall, das 2019 rauskam. Obwohl, naja, eigentlich ist es ein Prequel, denn die Geschichte spielt 3 Jahre vor den Geschehnissen des ersten Teils. Greedfall 1 war ja ein kleiner Achtungserfolg und der Nachfolger soll noch mehr spielerische Entscheidungsfreiheit und taktischere Kämpfe haben. Hey, erinnert ihr euch noch an Scorn, dieses von HR Giga inspirierte Alien-Body-Horror-Rätsel-Lösen gegen ein paar Gegner-Kämpfen-Horrorspiel? Sorgte erst mit einem hübschen, aber nichtssagenden Render-Trailer für Aufsehen, dann wurde es relativ ruhig. Also ihr könnt euch erinnern, das soll jetzt tatsächlich bald mal im Oktober erscheinen, haben die Entwickler auf Twitter bestätigt. Tja, dann drücken wir doch mal die glitschigen Daumen. Dead by Daylight bekommt einige neue Inhalte und eine eigene Dating-Sim. Entwickler Behavior Interactive hat vor ein paar Tagen seinen Geburtstagsstream abgehalten und im Zuge dessen viel neuen Kram für seinen asymmetrischen Horror-Slasher angekündigt. Es wird neue Cosmetics geben, die von Attack on Titan inspiriert sind. Ende des Jahres kommen endlich Bots, hurra, und auf Steam erscheint im Sommer die Dating-Sim Hooked on You und nein, ich verarsche euch hier nicht, das ist echt. Außerdem scheint sich zu bewahrheiten, was ich euch in einer der letzten News berichtet habe, dass noch ein paar Figuren aus dem Resident Evil Universum auftauchen werden, wie etwa Wesker als Killer und der neue Killer The Dredge wurde offiziell vorgestellt und Satans Ziege, das ist vielleicht das unheimlichste und gruseligste Vieh, das Behavior je entworfen hat. Love it! Dead by Daylight ist jetzt stolze 6 Jahre alt und spannender denn je. Ja, dann mal auf die nächsten 6. Es gibt neues Gameplay zu Dead Space und zwar satte 10 Minuten lang. Und also natürlich meine ich das Remaster, ist klar. Die Entwickler spielen hier selber, geben uns einen groben Überblick und wir können die fantastische Grafik und die gruseligen Soundeffekte bewundern. Wirkliche Überraschungen gibt es jetzt hier nicht. Es ist halt das gute alte Dead Space, nur eben in noch hübscher als früher. Release ist der 27. Januar 2023. Im Horrorgame Phobia St. Dinfner Hotel spielen wir einen Journalisten, der im titelgebenden Hotel absteigt und dort eine Kamera entdeckt, die verschiedene Zeitebenen fotografieren kann. In Ego-Sicht müssen wir Rätsel lösen und Begegnungen mit unweltlichen Feinden überstehen.
erinnert ein bisschen an die letzten beiden Resident Evil Teile und das ist ja nicht unbedingt das Schlechteste. Wie gut das Spiel mit dem etwas unglücklichen Namen wirklich ist, sehen wir schon bald, denn Phobia St. Dinfner Hotel erscheint schon am 28. Juni für PlayStation und Xbox-Konsolen. So, und jetzt zur ganz dicken Meldung hier. Ich hab's ja schon in einer der letzten News gesagt. Normalerweise bringe ich unbestätigte Gerüchte oder Leaks nur in Ausnahmen, weil sich viele davon oftmals einfach als kompletter Bullshit herausstellen. Diesmal gibt es aber viele Anzeichen darauf, dass hier echt was dran ist. Also, vielleicht wurde ein neues Silent Hill geleakt. Der Twitter-User DustGolem hat Artworks getwittert, die er von einer nicht näher bestätigten Quelle erhalten haben will. Die Shots seien aber von einer 2 Jahre alten Fassung, da kann sich unterdessen also noch was geändert haben. Und sie scheinen ein Feature anzudeuten, von dem vor einiger Zeit schon mal die Rede war, nämlich dass das Spiel mit der echten Welt interagiert, indem zum Beispiel der Spieler echte SMS geschickt bekommt. Angeblich ist der Creature-Designer Masahiro Ito wieder dabei, Sony hat vielleicht die Marketingrechte. Ach ja, und das Bloober-Team arbeitet gerade angeblich an einem Remake von Teil 2 mit neuen Rätseln und Enden. Und Annapurna Games, der Publisher von Top-Games wie What Remains of Edith Finch und Outer Wilds, entwickelt angeblich kurze, spielbare Episoden aus dem Silent Hill-Universum. Ja, und was dafür spricht, dass diesmal wirklich was dran ist? Zum einen hat DustGolem in der Vergangenheit schon viele unangekündigte Horror-Games korrekt geleakt, gerade aus dem Resident Evil-Universum. Außerdem, der Tweet hat bereits eine Verwarnung bekommen und musste gelöscht werden. Ja, ich weiß, das muss nichts heißen, aber na, wir können euch die entsprechenden Bilder an dieser Stelle natürlich nicht zeigen, aber ich sag mal, also wer etwa 10 Sekunden sucht, der dürfte sie recht schnell finden. Ich bleibe für euch weiter am Ball und wisst ihr was? Ich rechne damit, dass in den nächsten Tagen entweder die offizielle Bestätigung kommt oder noch mehr Leaks. Ey, vielleicht fasse ich diese ganze verworrene Sache für euch in einem eigenen Überblicksvideo auch nochmal zusammen. Jo, das waren die News. Ich erzähle euch, was nächste Woche so an spannenden Spielen rauskommt. Aber vorher blicken wir nochmal ganz kurz zurück. Gestern am Donnerstag erschien Vampire the Masquerade Swansong für PC, PlayStation und Xbox-Konsolen. Ein bisschen bunter wird es in Roller Champions von Ubisoft. Kommt nächste Woche am 25. raus und zwar für PS4, Xbox One und die Switch. Und in Sniper Elite 5 wird dagegen wieder scharf geschossen. Release ist der 26. Mai für PC, PlayStation und Xbox. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr fühlt euch gut unterhalten und informiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächsten Freitag wieder mit dabei seid. Und jetzt am Sonntag gibt's ein etwas anderes Video. Wir reden nämlich mal über Tutorials in Videospielen und ganz im Speziellen über schlechte Tutorials. Da bin ich neulich über ein Beispiel gestolpert. Naja, das wollte ich mit euch ganz gerne mal besprechen. Das passiert Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich wünsche euch ein recht schönes Wochenende.